Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen im neuen Video. Es ist Sommer und es gibt wunderschöne Blumen, es gibt Dahlien, es gibt Freilandblumen. Und kennt ihr auch dieses Problem, dass man eigentlich tolle Vasen hat, aber man hat eigentlich nie die richtige Größe an Vase? Da kann ich Abhilfe schaffen. Und da zeige ich euch heute im Video einen ganz tollen Trick, wie man die Vase einfach passend für die Blumen macht. Sag mal dran. Sommerferien sind die ideale Zeit, um mal eine kleine Pause einzuschieben. Wir sind in südlichen Gefilden, waren auch gerade hier oben auf diesem schönen Gipfel mit dem Gipfelkreuz. Und kleines Ratespiel für euch, mal gucken, wer drauf kommt, wo wir sind. Ja, wer das weiß. Und nichtsdestotrotz habe ich aber auch meinen Laptop dabei und schneide dann abends nochmal ein schönes Video für euch, das jetzt dann gleich im Anschluss kommt. Tschüss! Na, da bin ich aber auch gespannt. So, und wie immer gibt es erstmal einen kleinen Rückblick auf mein letztes Video. Das finde ich ja immer schön, wenn ich das dann zeigen kann. Da war ein von vielen gewünschtes Gladiolengesteck in diesem schönen, weißen, dicken Glas, das ich auch einigen versendet habe. Und da erzähle ich wichtige Tipps und Tricks, was man beim Gesteck beachten muss, wie man eigentlich mit ganz wenig Handgriffen und mit wenig Blüten ein total wirkungsvolles sommerliches Gesteck macht. Videolink mache ich oben nochmal rein. Ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Mit wenig Material, viel Wirkung ist ja das, was ich immer gern zeigen möchte. Ja, dann wollte ich euch nochmal zeigen, einen so schönen sommerlichen Strauß, Sonnenblumen, Dahlien, Gräser, Kamille, Hypericum. Also es ist richtig, richtig toll, ja, was der Sommer so bringt. Und Gräser gibt es natürlich auch nur im Sommer. Und wir machen heute auch passend dazu eine Sommerarbeit. Ja, so einen schönen Glaskubus, da kann man natürlich, den kann man sehr schön nutzen, indem man vielleicht eine Orchidee reinstellt. Hat natürlich immer das Problem, wie verstecke ich den Topf? Ja, da kann man auch ein bisschen Engelshaar drumherum wickeln. Aber es ist immer schön, wenn auf jeden Fall nicht der Topf sichtbar ist. Und heute möchte ich dieses Glas gern als Vase verwenden. Aber wenn ich jetzt hergehe und es als Vase nutzen will, das ist irgendwie blöd, oder? Ja, und das ist natürlich viel zu weit. Und das ist ja oft der Fall, dass Gläser zu weit sind und dass die Blumen dann einfach nur ja drin liegen fast. Und ich habe so eine schöne Idee gehabt mit, ich nehme papierummantelten Draht und da dachte ich, ich unterteile mir einfach so die Öffnung von diesem Glas und gestalte das einfach ganz neu. Und ich möchte auch gar keinen Strauß da reinstellen. Nein, ich möchte gerne
Ich möchte gerne Blüten lose in dieses Glas einstellen. So, jetzt haben wir hier unseren Glaskubus und das ist papierummantelter Draht, den ich jetzt, so, Moment, kurz ein bisschen probieren, den spanne ich jetzt so richtig und verdrehe ihn dann. So, das ist der erste Teil und, Moment, nochmal kurz wissen. So, das Ganze mache ich natürlich zweimal längs, zweimal quer, weil mein Ziel ist, ich hätte gerne 9 Abschnitte, um Blüten so richtig schön hier einzustellen. 9 Abschnitte habe ich mir mal so ausgedacht fürs Video und weil es zu den Dahlien gut passt, habe ich den papierummantelten Draht in Orange genommen. Den gibt es natürlich auch in Weiß, in Macchiato, in Rosa. Den gibt es in ganz vielen Farben. Und den kann man immer super gebrauchen. Ich finde den sehr schön. Ich könnte jetzt die Enden abschneiden. Ich kann sie aber auch einfach hier so dekorativ hängen lassen. Die müssen gar nicht weg. Und wenn der jetzt ein bisschen rumrutscht, dann kann man da auch, gibt es dann auch so einen kleinen Trick. Ihr habt ja sicher alle Heißkleber, weil man den ja immer gebrauchen kann. Moment, müssen wir den mal hier ein bisschen rüberholen. Augenblick. So. Ja, da gibt es jetzt so einen kleinen Trick, weil ich kann einfach einen ganz kleinen Tupser Heißkleber nehmen und der lässt sich auch wunderbar vom Glas dann wieder entfernen und schieb einfach den papierummantelten Draht auf diesen Heißkleber drauf. So. Und dann rutscht der nicht mehr. Ja, aber ich habe den eigentlich auch so gespannt, dass der auch so nicht rutscht, aber nur so, das ist eigentlich immer so ein kleiner Trick. Heißkleber auf Glas lässt sich total easy wieder ablösen. Und damit hat man den mal ganz auf, mit einem ganz kleinen Klecks hat man den einfach festgepinnt. Und ja. Und weil ich ja gern 9 Abschnitte möchte, mache ich das nicht nur längs, sondern auch quer. So, manche von euch haben vielleicht erspäht, dass hier auch ein Preis auf dem Glas steht. Ja, ich mache da mal gar keine Geheimnisse, weil vielleicht sagt jemand, ach, das Glas finde ich jetzt total schön und sowas würde ich auch, mir auch gerne hinstellen. Ja, und wie ja viele von euch wissen, versende ich ja sehr, völlig problemlos auch Gläser und ich versende ja sehr vieles und ich muss euch sagen, erst einmal bei den vielen, vielen, vielen Gläsern ist tatsächlich eins kaputt gegangen, aber da habe ich natürlich dann Ersatz rausgeschickt, aber das ist eigentlich ein Wunder, dass das alles so toll ankam. Das wird natürlich immer bestens gepolstert. So, also mehr Heißkleber kann man natürlich optional immer machen, aber ich belasse es jetzt dabei und habe hier eigentlich, naja, ist jetzt nicht wie eine Gitarrenbespannung, aber ist schon eine schöne Festigkeit, ist dabei. Papierummantelter Draht gibt es natürlich bei Floristik24, wo sonst, mit 10% Rabatt für euch, Fanrabatt. So, und jetzt habe ich hier schon meine kleinen Unterteilungen und mache erstmal in meinen Kubus Wasser rein. Wenn ihr Rosen nehmt, ja, oder je nachdem, was ihr für Blumen nehmt, es gibt wenige Blumen, die mit so wenig Wasser auskommen. Die meisten Blumen, die wollen gern ich würde ihn mindestens zur Hälfte mit Wasser füllen, weil das ist schon gut für die Haltbarkeit von Blumen. Macht auch bei den Blumen ordentlich Blätter ab. So, und dann gehe ich erstmal her und hol mir ein bisschen Grün, dass ich so eine Basisdekoration habe. Und dann stelle ich einfach mal das Grün, stelle das einfach mal so ein. So, da kann man sich also aus dem Garten den Efeu holen. Hier mache ich jetzt zum Beispiel bei dem Efeu auch die unteren Blätter ab und nehme einfach nur so. Das Einzige, worauf du achten musst, ist natürlich, dass wenn die Stiele jetzt quer, ja, wieder so quer laufen, dass die alle im Wasser sind. Das ist natürlich wichtig.
mit was man auch immer wunderschön füllen kann, ist mit Schleierkraut. Und also man sieht schon, dass man eigentlich mit dieser Arbeit mit wenigen, ja mit wenig Mitteln oder mit wenig Blüten und wenig Aufwand eigentlich schon unheimlich viel Wirkung erzielt. Ich habe jetzt also noch, ich habe gar nicht viel, ich habe ganz wenig Blüten genommen. Und Moment, die Dahlien, was mache ich da? Ich trenne jetzt einfach die Knospen von der Blüte. So, kann die Knospen hier natürlich auch, kann die Knospen hier auch reinsetzen. Und würde es ein bisschen kürzer machen. Genau, da müssen wir jetzt mal gucken, dass das auch stehen bleibt, das Ganze. Aber ich glaube, je mehr Blumen wir haben, desto eher bleibt das Ganze auch stehen. Und wichtig ist immer, ihr seht, ich mache das so nebenher, immer ein schräger Anschnitt für die Blumen. Das ist ganz wichtig. Und ja, wir brauchen, also wir brauchen unser Gitter, dass die stehen bleiben. Absolut. Und dann kann ich natürlich auch mit, ich habe hier noch sehr schöne Garmini, ich habe meine Dahlien und kann hier mein Arrangement. So, drehen wir mal ein bisschen. Ich kann mein Arrangement mit den Blüten hier sehr schön füllen. Garmini sind auch sehr dekorativ. Und vielleicht habt ihr ja auch im Garten ein bisschen Kamille. Ja, hier ist zum Beispiel sehr, sehr schön Kamille. Also im Grunde genommen kann man hier wirklich so eine kleine Sommerwiese, Sommerwiese in diesem Glas sehr, sehr schön machen. Ich würde, sorry, es klingt ganz witzig, wenn ich auf die Dahlien steige, ich würde in der Mitte eine Blüte etwas erhöht einstellen. Und man merkt, also jetzt sind einige Blüten drin. Jetzt bekomme ich auch ein bisschen mehr Festigkeit, dass die nicht gleich umfallen. Und also man braucht doch eine gewisse Füllmenge und ein bisschen Grün als Basis, sonst, sonst hat man die gleich irgendwie ja, liegend im Glas. Und ich denke, was auch sehr schön dazu ist, ist nochmal ein sogenanntes Panicum Fontaine, ein Gras, das einige von euch ja auch ausgesät haben. Das ist immer ein lässiger, Moment, ich muss mir meinen Platz suchen, immer ein lässiger Mittelpunkt und selbst die Seitenteile von dem Gras, die kann man auch noch nutzen und kann die noch so schön rauslaufen lassen. Und ich glaube, also viel mehr brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Ich würde tatsächlich jetzt auch aufhören, Blüten einzustellen. Und das Wichtige ist ja auch, wenn ihr selber zu Hause sowas machen wollt und ihr habt ja gar nicht so viel Blumen zu Hause, sondern habt einfach nur, das sind jetzt drei Dahlien, zwei Rosen, eine Garmini. Da würde ich nochmal eine Garmini hier nochmal einstellen, damit das nicht so aussieht, als ob das ein Reststück wäre. Ist es immer gut, wenn es nicht eine einzelne Blüte ist, sondern mehrere. Sonst ist dann ja, hebt es den Wert der Blüten auch noch. Ja, und so haben wir jetzt also hier unser kleines Glas lässig gefüllt. Und ich finde, selbst an der Seite ist es eigentlich noch dekorativ, dass dieser papierummantelte Draht auch noch hier dran ist. Und ja, es gibt doch diesen wenigen Blüten Stabilität und wir haben es damit mal wieder geschafft, mit wenigen Blumen eine schöne Wirkung zu erzielen. Und das ist eigentlich auch immer, es ist leicht nachmachbar, es macht viel Wirkung und es ist, ja, es ist so ein Arrangement, das jeden Tisch eigentlich total, ja, wie soll ich sagen, sommerlich dekoriert. Genau, ich muss auch immer erstmal nach meinen Worten suchen. Die Dahlien gucken natürlich immer in eine Richtung, ja. Dann muss man die so arrangieren, dass die nach außen gucken, wenn man ringsum sitzt. Aber ich würde sagen, das war jetzt meine kleine Sommerarbeit, wie man die Vase passend machen kann und toll nutzen kann. Bin mal gespannt, ob das auch was für euch ist und freue mich auf eure Kommentare. Und freue mich, dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Erzählt euren Freunden von mir, abonniert, aktiviert die Glocke
Und ja, ich freue mich über jede Aktion, über jedes Leben. Und wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, manche Videoideen, die kommen ja aus euren Kommentaren, wie das Gladiolengesteck, das habe ich aus den Kommentaren gemacht, dann schreibt mir es einfach rein. Also dann viel Spaß beim Nachmachen und ganz blumige Grüße von deiner Margit. Tschüss!